Darf ich vorstellen, dies ist Graf Hermann von Lüneburg aus dem Hause Billung. Seine holde Gattin Bertha sowie der 7-jährige Hermann Junior, Sohn und Erbe des Grafen. Graf Hermann hat sich in den vergangenen Jahren neben seinen Stammsitzen Lüneburg und Dannenberg auch noch die Grafschaften Hamburg und Braunschweig einverleibt und gehört nun zu den mächtigsten Vasallen des sächsischen Herzogs Magnus. Dieser Magnus ist aber nicht nur Hermanns Lehnsherr, sondern auch sein Neffe, Oberhaupt aller Billunger und außerdem ein ziemlich arroganter Schnösel. Es wäre doch viel besser, wenn Graf Hermann selbst Herzog sein könnte. Immerhin gehört ihm fast das gesamte Herzogtum Ostfalen. Doch leider ist Hermann nicht mächtig genug. Er kann nur rund 1300 Männer hinter sich vereinen, Magnus fast 2500. Was also tun? Ein Bündnispartner muss her. Jedoch werben die anderen Grafen und Gräfinnen in unserem Herzogtum nicht gegen ihren Lehnsherrn zu Feld ziehen. Aber wie wäre es mit dem benachbarten Herzog Dedo II. Der Ostmark? Zum Glück haben wir noch eine 10-jährige Tochter, Gertrud, die jetzt herhalten muss. Denn ein Bündnis gibt es nur gegen Verlobung oder Eheschließung. Dedo ziert sich aber noch, seinen Sohn Meinwerk mit Gertrud zu verloben. Also versuchen wir, ihn mittels eines Komplotts auf unsere Seite zu bringen. Aber Herzog Dedo hat Krebs. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Nur noch einige Tage fehlen unserem Spitzel, um Dedo endlich zu überzeugen. Dann plötzlich die Nachricht seines Todes. Alle Mühen umsonst und Hermann steht noch immer ohne Bündnispartner da. Genau für solche Geschichten ist die Spielereihe Crusader Kings des schwedischen Entwicklerstudios Paradox Development berühmt und beliebt geworden. Nun ist Teil 3 der Reihe erschienen und wir klären in diesem Testvideo, was Crusader Kings 3 neu und anders macht, wie gut Einsteiger zurechtkommen und ob auch Veteranen des Vorgängers ihre Freude haben werden. Crusader Kings 3 ist, wie die Vorgänger auch, eine Art Herrschersimulator in der mittelalterlichen Welt. Es ist ein konsequentes Sandbox-Game, das Spiel selbst erzählt also keine vorgefertigte Geschichte und gibt uns auch kein direktes Spielziel vor. Die Geschichten entstehen zufällig, indem sich die Welt auf immer neue Weise weiterentwickelt. Möchtet ihr vielleicht als kleiner Graf von Oldenburg versuchen, deutscher Kaiser zu werden? Oder als Harald II. Die Normannen um Wilhelm den Eroberer wieder aus England werfen? Oder als Seldschuken-Sultan im Speedrun Konstantinopel erobern? Oder vielleicht eure Privatsekte der pazifistischen, asketischen Fleischeslust zur Weltreligion zu machen? Der Kreativität und Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Startzeitpunkt ist entweder das Jahr 867 oder das Jahr 1066. Gespielt wird bis weit ins 15. Jahrhundert. Um die Qual der Wahl etwas zu erleichtern, schlägt das Spiel uns zu Beginn einige Herrscher vor, zum Beispiel im Zeitalter der Normannen die Wikingersöhne Ragnar Lodbrocks oder die Karolinger, Könige des Osten-, Mittel- und Westfränkischen Reiches. Oder 1066 einen der iberischen Könige im Kampf um die Reconquista der Halbinsel. Wem das zu langweilig ist, der kann aber auch eine völlig freie Wahl unter den tausenden Grafen, Herzögen, Königen, Sultanen und Häuptlingen der mittelalterlichen Welt treffen. Und diese Welt ist groß, größer noch als bei Crusader Kings 2. Sie reicht von der stürmischen Küste Schottlands bis zu den Dschungelufern des Niger-Deltas, von den staubigen Hängen des Atlasgebirges bis zu den Ausläufern des Himalayas, inklusive des gesamten indischen Subkontinents. Einzig die kirchlichen Herrscher und die Oberhäupter der Stadtrepubliken sind nicht spielbar. Wir können also weder in die Rolle des Papstes noch in die des Dogen von Venedig schlüpfen. Wer sich angesichts dieser großen Freiheit jetzt schon verloren fühlt, dem sei gesagt, keine Angst. Die Entwickler haben dieses Mal sehr viel Aufwand betrieben, um auch Neueinsteigern das Spiel näher zu bringen. So gibt es ein hilfreiches Tutorial, das uns die Grundlagen am Beispiel eines irischen Kleinkönigs beibringt. Auch nach Abschluss dieses Tutorials erscheinen immer wieder entsprechende Hilfestellungen, die komplexere Spielmechaniken erklären. Zudem sind die allgemeinen Spielhilfen deutlich ausgebaut worden und sehr komfortabel nutzbar. Ein Tooltip im Tooltip-System erleichtert die Recherche ungemein. In diesem Beispiel zeigt uns der Tooltip für die Eigenschaft Glaubenskrieger den entsprechenden Bonus an. Falls wir nichts mit diesem Glaubensfeindlichkeitsvorteil anfangen können, öffnen wir einen weiteren Tooltip, der uns das erklärt und in dem wir dann wieder etwas über den Religionskrieg erfahren können und so weiter.
Richtig genial ist die Anliegen-Schaltfläche. Hier informiert uns das Spiel, worum wir uns vielleicht demnächst kümmern sollten. Ist ein Kind zu verheiraten, ein Ratsposten zu besetzen, eine Entscheidung zu treffen? Ein König muss schließlich nicht an alles selbst denken. Und wer es genau wissen will, kann nun auch erstmals in einem Paradox-Spiel in einer In-Game-Enzyklopädie nachschlagen, die übrigens mit der offiziellen Wiki-Seite synchronisiert wird, sodass überall stets der aktuelle Patch-Stand berücksichtigt ist. Lesefaul darf man allerdings nicht sein. Das Spiel bleibt komplex und hat noch immer seine undurchsichtigen Momente. Gerade die unterschiedlichen Erbrechtsmöglichkeiten können im Erbfall zu bösen Überraschungen führen. Dennoch, kein anderes Paradox-Spiel ist bislang so einsteigerfreundlich gewesen wie Crusader Kings 3. Doch was erwartet nun Neueinsteiger und Veteranen in Teil 3? Vor allem mehr Rollenspiel. Die Entwickler haben sich vorgenommen, diesen Markenkern ihrer Reihe weiter zu stärken. Augenfälligste Veränderung ist, dass uns nun sämtliche Charaktere im Spiel als animierte 3D-Figuren entgegentreten. Und zwar nicht nur in der Charakteransicht, sondern auch in den Events. Das funktioniert eindrucksvoll gut und die oft sehr komplexen Zusammenhänge des Spiels verknüpfen sich nun viel einfacher zu Geschichten, wenn man sie mit lebendig wirkenden Personen verbindet. Die 3D-Modelle werden übrigens nicht nur zufällig generiert, sondern die markanten Äußerlichkeiten einer Familie vererben sich von Generation zu Generation fort. Außerdem verändert sich Mimik und Körperhaltung je nach Charakter der Figur. Aber natürlich bleibt es nicht bei Äußerlichkeiten. Die vielleicht wichtigste Veränderung ist die Weiterentwicklung der 5 Lebenswandelbereiche Diplomatie, Kriegsführung, Verwaltung, Ränkespiel und Bildung zu Talentbäumen mit jeweils 3 unterschiedlichen Lebenswegen. Alle 5 Jahre kann man sich für einen Schwerpunkt neu entscheiden und dann erhält man wie in einem Rollenspiel Erfahrungspunkte, die man in die jeweiligen Eigenschaftsbäume investieren kann. Diese bringen dann zumeist Boni, die bestimmte Spielaspekte erleichtern. Aber oft verbergen sich dort auch ganz neue Fähigkeiten, die die Spielmöglichkeiten deutlich verändern können. So kann man im Eigenschaftsbaum Habgier die Fähigkeit erhalten, Titel an Vasallen gegen Goldzahlungen zu verkaufen. Und nur mit der Fähigkeit Entführer können wir andere Charaktere kidnappen, während wir nur als Verführer wiederum auch inzestuös erfolgreich sein können, also nahe Verwandte verführen dürfen. Da man im Normalfall mit jedem Charakter nicht mehr als 2 solcher Eigenschaftsbäume im Laufe eines Lebens abschließen kann, unterscheiden sich, wenn man denn nicht immer den gleichen Weg einschlägt, die Lebenswege unserer verschiedenen Herrscher wohltuend voneinander. Clever ist auch das neue Stresssystem. Trifft man bei Events Entscheidungen, die den eigenen Charaktereigenschaften widersprechen, steigt die persönliche Anspannung. Hier zum Beispiel werden wir vor die Wahl gestellt, welche grundsätzliche Strategie wir im Krieg bevorzugen. Entscheiden wir uns für den ehrenvollen Weg ohne schmutzige Tricks, erhalten wir Anspannung, weil unser Charakter die Eigenschaft hinterlistig besitzt. Treibt man dies zu weit, kann es zu mentalen Zusammenbrüchen bis hin zum Wahnsinn kommen. Eine innovative Idee, um den optimierungsfreudigen Spielern ein paar Rollenspielknüppel in den Weg zu legen. Viel wichtiger als noch bei Crusader Kings 2 ist in Teil 3 die eigene Dynastie, also der große Familienverband, zu dem man gehört. Das mächtigste Mitglied einer Dynastie erhält besondere Möglichkeiten, vor allem kann dieser im Laufe der Zeit die bedeutsamen Dynastievermächtnisse freischalten. Von diesen profitieren dann sämtliche Mitglieder einer Dynastie und zwar auch in den kommenden Generationen. Diese große Macht ist natürlich ein zusätzlicher Ansporn, als Spieler selbst an die Schalthebel der eigenen Dynastie zu kommen. Falls man dies auf absehbare Zeit nicht schafft, kann man sogar innerhalb einer Dynastie eine eigene Nebenlinie mit eigenem Wappen und Motto gründen, um wenigstens etwas Eigenständigkeit zu bewahren. Crusader Kings 3 ist also ein Spiel um den Machtkampf verschiedener Dynastien und Häuser. Dieser Kampf kann natürlich kriegerisch sein, indem man andere Titel erobert. Aber auch auf dem Weg der Intrige lässt sich so einiges erreichen. Zentrale neue Spielmechanik sind die sogenannten Druckmittel. Diese erhält man infolge von Ereignissen, im Rahmen von Friedensverhandlungen oder durch den Ratsspitzel, der die Geheimnisse anderer Charaktere ausspionieren kann. Es gibt schwache und starke Druckmittel, die für unterschiedliche Zwecke verwendet werden können. In diesem Beispiel haben wir erfahren, dass Bürgermeister Erb pervers ist. Mit diesem Wissen können wir nun ein starkes Druckmittel erpressen. Dies wiederum ließe sich einsetzen, um den Bürgermeister zu zwingen, an einem Mordkomplott teilzunehmen.
Druckmittel können für die verschiedensten Zwecke genutzt werden, zum Beispiel um eine ungeliebte Heirat zu erzwingen, um vom Lehnsherr einen Titelanspruch zu erhalten oder um den Feudalvertrag zu ändern. Besonders wenn man als kleiner Vasall in einem größeren Reich spielt, ist man auf dieses Mittel angewiesen und es macht richtig Spaß, auf diese Weise erfolgreich die Strippen zu ziehen. Die KI nutzt diese Möglichkeit im Übrigen ebenfalls sehr effektiv aus. Hier besitzt unsere Herzogin ein Druckmittel gegen uns und will uns zwingen, den Feudalvertrag zu unseren Ungunsten zu verändern. In diesem Fall bleibt uns leider keine andere Wahl. General überholt wurde auch das Religionssystem des Spiels. Eine Religion funktioniert nun wie ein Baukastensystem und besteht immer aus drei Grundsätzen, verschiedenen Sünden und Tugenden sowie einer größeren Anzahl an Doktrinen. Auf diese Weise kann die riesige Zahl an historischen Religionen und Glaubensvorstellungen des Mittelalters nachvollziehbar dargestellt werden, aber vor allem hilft dies, um dem Spieler die Freiheit zu geben, eigene alternative Glaubenssysteme zu entwickeln. Eine große Auswahl an unterschiedlichen Grundsätzen sowie diverse Tugenden und Sünden stehen hierfür zur Verfügung. Zum Glück hält sich die KI hierbei vornehm zurück, sodass kein gänzlich chaotischer religiöser Flickenteppich entsteht. Bis hierher haben wir ausschließlich über all die Dinge gesprochen, die neu und anders sind in Crusader Kings 3. Allerdings haben die Entwickler das Spiel nicht nur ergänzt, sondern komplett entrümpelt und dabei sind eine Menge Ereignisse, Betätigungsfelder und liebgewonnene Spielmechaniken herausgeflogen. Fans von Crusader Kings 2 werden die Schatzkammer mit den zahlreichen Reichsinsignien, Artefakten und Reliquien vermissen. Ebenso sind die verschiedenen Zirkel und Orden aus dem Spiel verschwunden, in denen man die Karriereleiter hinaufklettern konnte. Dementsprechend sind uns bislang auch keinerlei übernatürliche Ereignisse begegnet, keine Kinder Luzifers, keine Suche nach dem ewigen Leben, keine drei Hexenschwestern und. Das System der Seuchen und Krankheiten wurde stark vereinfacht und selbst die so bedeutsame Möglichkeit der Erziehung der eigenen Kinder wurde weiter eingeschränkt. Zwar gibt es noch die Möglichkeit, einen Bildungsschwerpunkt und einen Vormund für das Kind zu bestimmen, aber Events und Entscheidungsmöglichkeiten, die uns darauf Einfluss nehmen lassen, gibt es kaum. Die Erziehung der möglichen Erben wirkt daher eher wie eine Lotterie. Dass ein Spiel, welches den Aufbau einer mächtigen Dynastie zu einem wesentlichen Spielinhalt macht, bei der Kindererziehung und Entwicklung so wenig zu bieten hat, ist enttäuschend. Crusader Kings 3 beschränkt sich sehr, vielleicht zu sehr, auf die Kernelemente des Spiels, Intrigen spinnen, Macht gewinnen und Land erobern. Die bunte Vielfalt der unglaublichsten Ereignisse, die wir aus Crusader Kings 2 gewohnt sind, ist vorerst dahin. So erinnere ich mich noch gut an einen früheren Spieldurchgang mit einem König, der mit der Zeit immer mehr Körperteile als Reliquienobjekte gehortet und zuletzt ein stolzes Gruselkabinett beisammen hatte. Ja, ich werde die heilige Vorhaut vermissen. Solche besonderen Geschichten erzählt Crusader Kings 3 im Moment noch viel zu wenig. Und auch eine andere Chance haben die Entwickler leider verpasst. Der Ausbau des eigenen Landes ist noch immer uninspiriert und wenig fordernd. So hat man alle paar Jahre das Geld zusammen, um ein vorhandenes Gebäude aufzuleveln oder einen neuen Gebäudetyp zu bauen. Strategisch interessant ist das nicht, innovativ schon gar nicht. Ein Handelssystem mit verschiedenen Rohstoffen, wie wir es aus allen anderen Paradox-Spielen kennen, vermisst man in Crusader Kings 3 komplett. Auch die technologische Entwicklung verläuft im Wesentlichen automatisch. Kurzum, wer nicht gerade Krieg führt, was Spaß macht, oder komplexe Intrigen spinnt, was ebenfalls Spaß macht, hat nicht allzu viel zu tun. Das Spiel ist derzeit sehr auf Expansion und das Anmalen der Karte getrimmt. Die Buntheit und Vielfalt wird aber mit Sicherheit in den nächsten Monaten und Jahren noch hinzukommen, denn natürlich wird Paradox auch Crusader Kings 3 wie gewohnt mit Updates und DLCs erweitern. So wurde schon angekündigt, dass die kleineren Flavor Packs einzelne Kulturen und Regionen weiter ausleuchten und interessanter machen werden. Große und seltene erscheinende Erweiterungen werden dann wie gewohnt neue Spielmechaniken einführen und vorhandene ausbauen. Um nicht falsch verstanden zu werden, Crusader Kings 3 ist schon jetzt ein sehr gutes Strategiespiel, das sich zwar nicht neu erfindet, sondern sich auf den Markenkern einer mittelalterlichen Herrschersimulation konzentriert und diese wie aus einem Guss präsentiert. Es läuft technisch einwandfrei und in unseren Teststunden sind uns nur einige wenige unbedeutende Bugs aufgefallen. Zahlreiche Komfortfunktionen, sinnvolle Spielhilfen und ein gut durchdachtes UI sorgen dafür, dass es sich flott von der Hand spielt. Fast jede Aktion ist nur wenige Klicks entfernt.
Die unterschiedlichsten Startkonstellationen garantieren schon jetzt viel Abwechslung. Allerdings wiederholen sich unsere Handlungsmöglichkeiten mit der Zeit, weil neben Krieg und Intrigenspinnerei nicht viel anderes zu tun ist. Und auch die große Geschichtenmaschine, für die Crusader Kings 2 zuletzt so bekannt war, ist mit Crusader Kings 3 noch nicht so richtig in Gang gekommen. Der König ist tot, ein würdiger Erbe ist geboren, auch wenn er noch etwas schwach auf der Brust ist.